Toll, morgen direkt einen Himbeerkuchen backen. Können Sie heute ins TV-Studio für ein Interview kommen? Himbeerfrau, wir lieben Sie. Bitte, geben Sie uns ein Statement. So oder so ähnlich kannst du durch TikTok über Nacht berühmt werden. Oder zu jemandem gemacht werden, was so nie beabsichtigt war. Egal, wer viral geht oder in der Öffentlichkeit steht, wir verbinden diese Menschen mit mindestens einer Sache. Wenn wir Jeremy Fragrance sehen, denken wir an Parfums. Und wenn wir Pamela Reif hören, denken wir an Homeworkouts. Doch was passiert, wenn das gar nicht deine Absicht war, du einfach nur einen Song auf TikTok laden wolltest und du dann plötzlich für Aktivismus stehst? Leute, ich habe letztens geträumt. In einem Land, in dem für immer Frühling ist. Genau das ist mit Sophie passiert. Ihr kennt sie und habt spätestens jetzt wieder einen Ohrwurm. Sie ging viral mit ihrem Song Für immer Frühling und wurde mit ihrer Hymne gegen rechts zu einem politischen Gesicht. Nicht nur auf TikTok, sondern auch auf der Straße. Hier basteln Leute Schilder für die Demos und beziehen sich dabei auf Sophies Song. Ich habe eins gesehen, da stand drauf: Ich habe geträumt von einem Land, in dem es keine Nazis gibt. Ja, dass damit Menschen durch die Weltgeschichte ziehen, das ist was ganz Krasses. Dabei war es nie ihre Absicht, sich mit dem Song politisch so stark zu den aktuellen Demonstrationen gegen rechts zu positionieren. Darüber sprechen wir in diesem Video mit ihr. Und dann gibt's noch einen ganz anderen Fall. Johanna, sagt euch nichts? Und wenn wir sie euch als Bananenfrau vorstellen? Jetzt klingelt's. Ihre Social-Media-Geschichte ist mindestens so spannend, wie nicht sogar absurd. Sie klärt über einen veganen Lifestyle auf und isst pro Tag mehrere Bananen. Ach so, ja, und das ist der hauptsächliche Grund, wieso sie berühmt ist. Das war's. Es geht um ihren Bananenkonsum. Endlich wieder gottverdammte Bananen. Das denke ich mir jeden Tag. Und während TikTok es schafft, genau solche Geschichten groß zu machen und den Menschen dahinter ein Thema zuzuschreiben, mit dem sie verbinden, versuchen andere, sich selbst zu branden. Das machen sie, um nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch mit einem Thema in den Köpfen der Menschen zu sein. Und das bringt auch mehr Reichweite. Aber geht das so einfach? Kann ich dann ganz einfach Fame werden und bald ein Luxusleben als Influencerin führen? Und wie geht man damit um, wenn die Gen Z über TikTok einem über Nacht sagt: Ey, du bist jetzt die, die unsere Hymne gegen rechts singt. Ist man dann plötzlich Aktivist? Darüber sprechen wir mit Kommunikationsmanagerin Christiane Bischoff. Ist dieser Kontext, wo du jetzt praktisch vom Netz hingestellt wurdest, ist das beabsichtigt oder ist das einfach so passiert? Und passt das deines Erachtens in dein Personal Branding rein oder nicht? Holt euch ein paar Himbeeren oder Bananen und ein Wasser and let's fetz. Personal Branding findet größtenteils online statt, mit dem Ziel, sich als Person zu einer eigenen Marke zu machen. Ich bin auch oft überfragt, wer ich online sein möchte. Eine private Person, eine Journalistin oder vielleicht lieber gar nichts davon? Personal Branding ist eine Inszenierung deiner eigenen Marke, deines eigenen Produkts. Das heißt, ihr werdet euch darüber bewusst, wer ihr seid, was ihr für eine Botschaft habt und wie und wo ihr diese verbreiten wollt. Wenn ihr damit viele Leute erreichen wollt, spielt Vertrauen und Glaubwürdigkeit eine extrem große Rolle, neben der Kompetenz. Man arbeitet hier also sehr stark mit der Persönlichkeit in Verbindung mit einem Thema, mit dem dich andere Menschen verbinden sollen. Oder wie Amazon-Gründer Jeff Bezos sagt, Personal Branding ist das, was andere über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Wenn wir auf Social Media unterwegs sind, sehen wir vor allem Creator, die sich durch Marken mit Themen branden. Caro Dauer ist beispielsweise Luxusmode-Bloggerin, aber eben auch, weil sie mit Luxusmarken zusammenarbeitet. Da wäre es dann zum Beispiel total unauthentisch, wenn sie plötzlich einen Shein-Haul machen würde. Genauso wie wenn das Nachhaltigkeit Blogger machen würden. Oder man steht mit einer Personality besonders für bestimmte Themen ein. Sei es eine Sylvie Carson, die unter anderem als MeToo-Anhängerin im Thema sexualisierte Gewalt, Belästigung und Missbrauch aufklärt und als Online-Aktivistin für Frauenrechte kämpft. Ich glaube, Aktivismus hat immer seine Daseinsberechtigung, egal ob er wütend, laut oder leise oder wie auch immer ist. Oder eine Nika Irani, die durch ihre eigene Geschichte zum Gesicht gegen Sexualisierung und dem Machtmissbrauch von Frauen wurde. Durch die mediale Aufmerksamkeit auf ihre Person wurde sie zu einer Aktivistin. Sie kämpft beispielsweise für die Akzeptanz der weiblichen Körperbehaarung und das Enttabuisieren von Periodenblutung und macht ihre Themen durch Social Media sichtbar. Heute geht im Prinzip gar nichts mehr ohne Social Media. Und es ist deswegen auch sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, in welchem Zusammenhang du auftrittst, mit wem du dich umgibst, was du sagst, was du auch optisch rüberbringst. Es geht halt auch sehr schnell. Und was einmal rausgesendet ist,
kannst du nicht mehr zurücknehmen. Johanna, aka die Bananenfrau auf TikTok, setzt sich dafür ein, dass Menschen mehr Obst und Gemüse essen und kein Essen verschwenden. Sie ist selbst Veganerin, um Tierleid zu vermeiden. So viel zu ihrem Thema, wie sie sich selbst brandet. Doch wie wurde sie zur Bananenfrau? Sie selbst zeigt in What I Eat in a Day Videos, was sie isst und fällt dabei mit ihrem übermäßigen Bananenkonsum auf. Ihr Essverhalten wird im Netz heiß diskutiert, was an sich immer schwierig ist, vor allem dann, wenn das, was du isst, zu deiner Marke geworden ist und man vielleicht nicht die ganze Realität auf Social Media sieht. ErnährungswissenschaftlerInnen warnen auch davor, sich daran ein Vorbild zu nehmen. Manche kritisieren die fehlende Aufklärung darüber, wie viele Bananen pro Tag denn eigentlich gesund sind. Denn das, was da Johanna auf TikTok zeigt, übersteigt die Empfehlungen der WHO enorm. Also diskutiert TikTok über Bananen. Durch diese Diskussion und den viralen Videos von Johanna wurde sie zur Bananenfrau. Und das ist auch das, mit dem sie alle verbinden. Wie viele Bananen esst ihr so am Tag? Schreibt's mal in die Kommentare. Okay, nein, das war ein Joke. Aber sagt mal lieber, wie ihr es findet, wenn TikTok euch mit etwas branden würde, was ihr so nie beabsichtigt habt. Ob man sich das Thema jetzt selbst ausgesucht hat oder es einem zugeschrieben wurde, eine Marke baut sich nicht von heute auf morgen auf. Man muss erstmal das Vertrauen der Community gewinnen, einen Mehrwert schaffen, im Austausch mit den Menschen sein, damit diese deine nächsten Schritte verstehen und vor allem dranbleiben. Oder es passiert scheinbar von einer Sekunde auf die andere. Sophies Song Für immer Frühling ist aktuell, wo es viele Demonstrationen für die Demokratie gibt, eine Art Hymne gegen Rechts für die Gen Z geworden. Sie singt von einer friedlicheren Welt mit mehr Meinungsfreiheit, keiner brauche mehr Angst zu haben, etwas zu sagen und jeder dürfe über seine Bedürfnisse sprechen. Das Land, in dem für immer Frühling ist, darf jeder kommen und jeder gehen, denn es gibt immer einen Platz am Tisch, rot karierter Stoff, keine weißen Flaggen mehr. Und dieser Song spricht nicht nur mir aus der Seele, sondern ganz vielen anderen auch. Viele junge Menschen fühlen sich durch aktuelle Krisen belastet. Ganz privat gesprochen bin ich maßlos überfordert mit der politischen Situation. Und ja, hatte natürlich auch schon gewisse Phasen, in denen mich dieser Schrecken, der einen durch die täglichen Nachrichten so ereilt, davon abgehalten hat, Nachrichten zu verfolgen, mich so ein bisschen abzuschirmen davon, was natürlich nicht das Ziel sein sollte. Wir sollten alle informiert darüber sein, was in der Welt gerade passiert. Aber wenn einem das nicht gut tut, dann ist es natürlich schwierig, das auf gesunde Art und Weise weiterzuverfolgen. Sophie hatte sich dazu entschieden, all ihre Emotionen und Gedanken mal in einen Song zu packen. Wollte sich damit aber gar nicht politisch positionieren. Nein, tatsächlich nicht. Also ich wollte auf gewisse Weise eine Haltung natürlich zeigen in dem Song, aber bestimmten gezielten Grund oder sowas gab es gar nicht. Also das war auch noch bevor die Korrektivrecherchen überhaupt veröffentlicht wurden. Laut der Korrektivrecherche, die im Januar veröffentlicht wurde, sollen Rechte bei einem Geheimtreffen geplant haben, wie man Menschen mit Migrationshintergrund, egal ob mit deutscher Staatsbürgerschaft oder ohne, wieder aus Deutschland rausbekommt. Also die Remigration deutscher Staatsbürger. Online wird Sophie als eine Ikone einer Bewegung beschrieben. Das Gesicht gegen rechts, obwohl sie in ihrem Lied bestimmte Parteien oder den Faschismus gar nicht beim Namen nennt. Sie ist also zu einem Gesicht geworden und wurde politisch geframed, was nie ihre Absicht war. Das ist natürlich auch mit einer großen Verantwortung verbunden und viel Druck, den ich mir eigentlich nicht ausgesucht hätte selbst. Aber ich nehme das natürlich sehr gerne an und bin mir dessen bewusst, der Verantwortung und hoffe, der natürlich so gut wie es geht gerecht zu werden. Aber ist das nicht irgendwie gruselig und vielleicht sogar gefährlich, wenn Social Media dir eine Rolle zuschreibt, deren Verantwortung du so nie tragen wolltest? Ich glaube, es wird an dem Punkt beängstigend, wenn man die Kontrolle darüber verliert, wie man wahrgenommen wird von Menschen, die einen gar nicht persönlich kennen. Was natürlich jetzt auch schon in gewissen Maßen der Fall ist. Besonders spürt sie es dann, wenn Leute ihre eigene Unzufriedenheit auf sie projizieren, eben weil sie gerade medial so im Fokus der Demonstration steht. Zumindest auf TikTok für die Gen Z. Und diese Unzufriedenheit drückt sich dann in Hass und verbaler Gewalt aus, was sie nicht selten in Kommentaren zu lesen bekommt. Manche kritisieren an Sophie, dass sie jetzt mit der politischen Situation Likes und Reichweite generiert, in Zeiten, wo in Deutschland gegen rechts demonstriert wird. Mit einem Song, der in einem ganz anderen Kontext entstanden ist. Doch wie erklärt man das der Community? Ich weiß, was meine Intentionen sind und woher meine Motivation stammt. Und die stammt nicht darin, möglichst viel Ruhm und Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern die rührt daher, dass ich Menschen mit meiner Musik berühren möchte und Menschen mit meiner Musik helfen möchte. Und dass dieser Song das gerade tut, ist Balsam für meine Seele.
Über die Vorteile von Personal Branding, was sich Creator selbst geben, haben wir schon gesprochen. Aber wie ist es, wenn du eben dein Branding nicht selbst bestimmt hast, sondern Social Media dich als Person brandet? Auch das kann seine Vor- und Nachteile haben. Erstmal wird dir ein gewisser Teil des Marketings abgenommen, weil dich die Leute schon in einem Kontext wahrnehmen und mit deinem Namen etwas anfangen können. Sophie scheint diese Rolle für sich dankbar angenommen zu haben. Sie zeigt sich immer mehr im Kontext der Demonstrationen und macht es zu ihrem eigenen Branding. Sie tritt bei diesen auf, dreht ihr Musikvideo inmitten von Demonstrierenden. Allein durch die Tatsache, wie du die Location wählst, das ist eine Aussage. Du triffst eine Aussage. Man kommuniziert auch, ohne zu sprechen. Und da hat die Korrektivrecherche auch eine Rolle gespielt. Ohne die Korrektivrecherchen wäre das Video auf jeden Fall nicht auf einer Demo gedreht worden. Und ich meine, fair enough, wäre ich an ihrer Stelle, hätte ich es vermutlich nicht anders gemacht. Vor allem, wenn ich auch voll hinter dem Thema stehen kann. Das ist Teil meiner Identität. Also es liegt mir sehr, sehr nah am Herzen, weiterhin aufzuklären über Unterdrückung verschiedener Arten. Das ist nicht trennbar von mir als Privatperson und das ist nicht trennbar von mir als Künstlerin. Deswegen wird das zwangsläufig weiterhin Bestandteil meiner Identität sein. Zu welchen Graden ich das dann nach außen in die Öffentlichkeit trage, das wird sich dann noch zeigen. Für sie war es also für den Moment keine negative Erfahrung, dass TikTok ihr ein Gesicht für eine Bewegung gegeben hat. Allerdings kann es auch passieren, dass du dich mit dieser Rolle gar nicht identifizieren kannst. Ich meine, Taylor Swift muss vielleicht so einiges, aber nicht mehr berühmt werden. Aber auch sie kann sich nicht freisprechen von einer Rolle, die ihr über Social Media gegeben wird. Denn online wird ihr Personal Branding ganz schön politisch. Manche schreiben ihr sogar die Macht zu, einen Einfluss auf die US-Wahlen zu haben. Sie hatte schon 2018 ihre Fans über Instagram zum Wählen aufgefordert und dabei für die Briefwahl geworben. Sie äußerte sich außerdem in der Vergangenheit öffentlich darüber, wem sie ihre Stimme geben möchte. Lange hatte sich Taylor Swift überhaupt nicht politisch geäußert. Vor allem, weil es laut Aussagen, die unter anderem von ihrem Management kamen, ihrem Personal Branding hätte schaden können. You've been very secretive about how you vote, what you're voting for. Well, I mean, I just figure I'm a 22-year-old singer. And, you know, I don't know if people really want to hear my political views. I think they just kind of want to hear me sing songs about breakups and feelings. Sie selbst sagt aber, dass sie das so nicht mehr könne. Was noch mehr Feuer für die Verschwörungstheorien rund um ihre Person entfacht hat. Wenn euch dazu mal ein Video interessiert, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. I was so obsessed with not getting in trouble. I was like, I'm just not gonna do anything that anyone could say anything about. I'm getting to the point where I can't. Listen to people telling me no, stay out of it. Doch dass so eine Positionierung auch der Marke Taylor Swift schaden könnte, wird anhand von anderen Beispielen deutlich, wie bei den Dixie Chicks. Traitors, the Dixie sluts, anti-American. All because of one split-second comment aimed at President Bush right before the war with Iraq. We're shaming President Nixon. Man muss halt super aufpassen, was man heutzutage vielleicht ohne groß vorher darüber nachzudenken in der Öffentlichkeit sagt oder tut. Wenn da eventuelle Missverständnisse oder Fehler auftauchen, da hast du etwas Arbeit damit, das wieder zurückzunehmen bzw. wieder klarzurücken. Auf die Risiken, die es mit sich bringen kann, wenn man sich selbst mit einem bestimmten Thema brandet, gehen wir später nochmal genauer ein. Wie bei Sophie kann Personal Branding auch schnell in eine aktivistische Richtung gehen. Durch Social Media scheint es oft so, dass moderner Aktivismus so aussieht, dass man neben dem Unterschreiben von einer Online-Petition nur ein wenig informieren muss und zack, Aktivismus. Aber ist es wirklich so einfach und damit schon getan? Bewegungen wie MeToo oder Women's March, Fridays for Future oder Demonstrationen gegen Rechts zeigen, dass Erfolge eben durch Aktivismus erreicht werden können. Alleine schon, dass darüber mehr geredet wird und die Themen in politischen Kreisen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Wenn man frustriert ist von einer politischen Situation, dann muss man ins Handeln kommen. Das kann im Einzelnen, aber auch in Gruppen stattfinden. Sowas wie MeToo, das ist eine weltweite Bewegung, in der sich Menschen zusammentun, die ein gemeinsames Ziel haben. Oder Fridays for Future. Erst war es Greta Thunberg, jetzt ist es eine ganze Bewegung. Aktivismus lebt davon, dass Menschen etwas in Frage stellen, sich trauen, den ersten Schritt zu tun und auch im Zweifel drauf scheißen, was andere von ihnen denken. Es werden Regeln gebrochen, man protestiert, beispielsweise dadurch, dass man bewusst nicht zur Schule geht und dafür auf die Straße zum Demonstrieren. Aktiv etwas zu tun, wie auf Demonstrationen zu gehen oder sich politisch zu engagieren, ist der eine Schritt. Der andere ist laut werden, auch im Internet. Das Erstellen von Petitionen oder das aktive Aufklären zu Missständen. Aber es darf eben nicht nur bei einem Posting bleiben, um einfach was gesagt zu haben, denn das wäre Aktionismus. Hier geht es mehr darum, einen Selbstzweck zu erfüllen. Man will nicht überfordert oder untätig wirken, sucht Bestätigung, aber handelt ohne wirklich
einen Plan oder ein Ziel zu haben. Große Online-Aktivisten machen aber auch vor, was man mit einer großen Reichweite, die man sinnvoll einsetzt, auch erreichen kann. Wie beispielsweise Fabian Krischkat. Er ist Moderator, Influencer bzw. Newsfluencer, wie er es auf Instagram in seiner Bio stehen hat, und setzt sich für den Klimaschutz und die LGBTQAI+-Community ein. Er selbst bezeichnet sich als Aktivist. Aktivist zu sein bedeutet ganz allgemein für mich, dass man nicht nur von einer bestimmten Ideologie überzeugt ist, sondern sich auch wirklich für diese einsetzt. Genau dafür nutze ich auch Social Media, insbesondere Instagram. Und dazu gehört für mich mehr, als beispielsweise einmal einen Tag einen Beitrag in meiner Story zu posten. Dabei geht es mir gar nicht darum, sie zu bekehren, sondern vielmehr zu informieren. Ich möchte ein Bewusstsein für verschiedene Themen schaffen und Mut schenken. Und auch auf TikTok können Creator das politische Handeln von Menschen beeinflussen. Ein Beispiel ist hier eine Aktion aus 2020 gegen Donald Trump. Hier sollen sich Teenager auf TikTok zusammengetan haben, um Karten für eine Kundgebung von Trump zu kaufen. Aber sie sind nie erschienen. So stand der ehemalige US-Präsident vor einer nahezu leeren Halle. Aber nicht alle Influencer mit großer Reichweite sehen sich automatisch auch als Aktivisten, werden aber manchmal trotzdem als solche bezeichnet. Again, durch Social Media oder Artikel. Wie hier bei Rezo. Er selbst hat in einem Interview mit dem Spiegel gesagt, dass er kein Aktivist sei. Ich bin kein Aktivist, ich klettere nicht im Hambacher Forst auf Bäume oder marschiere jeden zweiten Tag bei Demos in der ersten Reihe mit. Ich glaube, dass ich der Gesellschaft mehr diene, wenn ich meinen Job gut mache. Er sehe sich selbst als Unterhalter und habe sich auch nie gefragt, ob er ein politischer Mensch sei. Und die Medien so, was könnten wir denn daraus machen? Ja, dann ist er halt Aktivist der Worte. Wenn sich Creator oder Stars selbst branden, haben wir bisher vor allem von den Vorteilen gesprochen. Aber es bringt natürlich auch ein gewisses Risiko mit. Zeiten ändern sich, Zeiten ändern dich. Jupp, wer hat diese Worte nicht mitbekommen, als es darum ging, warum Shirin David ein neues Auto gekauft hat? Damals hatte sie nämlich ihren AMG abgegeben wegen Klimawandel und sich dann aber zum Geburtstag ein neues Auto gegönnt. Ich bin nicht so eine, doch genau so eine bin ich. Und das war ziemlich widersprüchlich zu dem, wie sie sich vorher zu dem Thema Umwelt positioniert hatte. Leute fanden sie deswegen heuchlerisch und es folgte ein Shitstorm. Das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst, ist bei Personal Branding, dass du das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit riskierst, indem du heute so, morgen so, übermorgen wieder ganz anders. Ein ganz anderes Beispiel dafür, sein Personal Branding zu ändern, wäre Jonas Ems. Er hat erst viel Comedy gemacht und sich dann dazu entschieden, seinen YouTube-Kanal dem Tierschutz zu widmen. Er als Tierschutzaktivist hatte es nach eigenen Aussagen schwer, ernst genommen zu werden. Leider ist ein Teil der Gesellschaft wirklich verkopft und mag es nicht, wenn man jemanden nicht direkt in eine einzelne Schublade einsortieren kann. Deswegen haben manche dann schnell die Meinung, ernst oder lustig, aber nicht beides. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, das Gegenteil zu beweisen. Wenn du etwas ändern willst an deiner Marke, dann langsam, Step by Step, nachvollziehbar. Du musst es erklären, damit deine Zielgruppe oder die Besucher, die Zuschauer das verstehen. Und nicht einfach jetzt plötzlich eine 180-Grad-Kehrtwende machen. Natürlich, jeder entwickelt sich weiter und auch Meinungen zu bestimmten Themen können sich ändern. Früher hätte ich niemals gedacht, dass ich mehr als ein Tattoo habe. Wenn man sich weiterentwickelt, kann es natürlich sein, dass Außenstehende bestimmte Schritte nicht nachvollziehen können. Sowohl privat als auch in der Öffentlichkeit. Das Wichtigste an Personal Branding ist, dass man sich selbst wiedererkennt und sich nicht für etwas verstellt, was vielleicht von der Gesellschaft erwartet wird. Oder safe funktionieren würde. Hier kommt ihr zu dem Video, wo ich mir den Lip-Reading-Trend auf TikTok mal genauer angeschaut habe. Hier wird nämlich von außen auch viel in Privatgespräche der Stars interpretiert. Und hier kommt ihr zu dem Video mit Jasmin Kno, wo wir darüber reden, wie es wirklich ist, berühmt zu sein. Bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf. Tschüsschen!